la conseillère fédérale, monsieur le conseiller fédéral, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse qui sera consacrée aux mesures visant à encourager le potentiel de la main-d'œuvre en Suisse. Pour parler de ce thème aux côtés de madame la conseillère fédérale et de monsieur le conseiller fédéral, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur le secrétaire d'État aux migrations, monsieur Mario Gatticker, monsieur Jürg Brechbühl, le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi que monsieur Eric Scheidegger, le directeur supplément du secrétariat d'État à l'économie. Tous se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions tout à l'heure. Avant de passer au thème de cette conférence de presse, comme d'habitude, je vous laisse le loisir de poser l'une ou l'autre question sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin, séance extramuros à Zurich. Est-ce que vous avez, sur les décisions prises ce matin et communiquées, une question ? Ce n'est pas le cas, donc je vous propose de passer au thème de cette conférence de presse. Madame la conseillère fédérale s'exprimera, suivie de monsieur le conseiller fédéral, et ensuite nous prendrons vos questions. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, vielen Dank, Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren. Ich informiere Sie gerne über Maßnahmen zur Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials, über die der Bundesrat heute entschieden hat. Diese Maßnahmen sind vor allem dank der Sozialpartner zustande gekommen. Und für Ihre konstruktive Mitarbeit möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Solche Maßnahmen werden in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, von zentraler Bedeutung sein. Die Sozialpartner haben damit die Reihen geschlossen, wenn man so will. Und es werden ja verschiedene Entscheide anstehen, bei denen, also europapolitische Entscheide, bei denen das Zusammengehen der Sozialpartner wichtig sein wird. Für den Erhalt und die Entwicklung des bilateralen Weges werden Sie gemeinsam mit dem Bundesrat einstehen und damit auch für den Wohlstand der Schweiz. Der Bundesrat steht zur Personenfreizügigkeit, das wissen Sie. Er steht auch zum bilateralen Weg und für den bilateralen Weg. Er ist davon überzeugt, dass die Personenfreizügigkeit für die Schweiz, für die Wirtschaft und damit für die Arbeitsplätze von zentraler Bedeutung ist. Die Personenfreizügigkeit ermöglicht es den Schweizer Unternehmen, dringend benötigte Fachkräfte in EU-Staaten unbürokratisch zu rekrutieren. Sie ist wichtig, gerade auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der den Fachkräftemangel in der Schweiz künftig verschärfen wird. Die Personenfreizügigkeit ist aber auch ein zentraler Pfeiler der bilateralen Beziehungen mit der Europäischen Union, unserem wichtigsten Handelspartner. Darum hat der Bundesrat, wie Sie wissen, bereits letztes Jahr entschieden, die Initiative der SVP, mit der die Personenfreizügigkeit gekündigt und damit auch der bilaterale Weg in Frage gestellt werden soll, ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Das EOPD als federführendes Departement für die Personenfreizügigkeit bereitet zurzeit die Botschaft vor an das Parlament und der Bundesrat wird in den nächsten Wochen fristgerecht entscheiden, sodass die Botschaft zugeleitet werden kann. Der Bundesrat, ich habe gesagt, steht zur Personenfreizügigkeit, aber der Bundesrat möchte auch nur so viel Zuwanderung wie nötig. Das inländische Arbeitskräftepotenzial soll daher gezielt unterstützt und gefördert werden. Dies entspricht auch dem Auftrag aus der Masseneinwanderungsinitiative, die das Stimmvolk 2014 angenommen hat. Die Personenfreizügigkeit sichert zwar Arbeitsplätze in der Schweiz und kommt so den inländischen Arbeitnehmern zugute. Sie führt naturgemäß aber auch zu mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Und darum hatten Bundesrat und Parlament sie bereits bei der Einführung im Rahmen der bilateralen 1 mit Maßnahmen zum Schutz der Löhne flankiert. Die Sozialpartner und der Bundesrat sind sich einig, dass zusätzliche wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen sinnvoll und nötig sind, um die Konkurrenzfähigkeit der inländischen Arbeitskräfte, also Schweizerinnen und Schweizer, wie auch bereits in der Schweiz anwesende Ausländerinnen und Ausländer, weiter zu erhöhen und die soziale Sicherheit gezielt zu stärken.
Der Bundesrat und die Sozialpartner erachten solche Maßnahmen als eine sinnvolle Ergänzung zur Personenfreizügigkeit. Das Bestreben des Bundesrates, das inländische Potenzial vermehrt zu fördern und zu nützen, ist nicht neu. Sie kennen die Fachkräfteinitiative, Sie kennen auch die Bemühungen des Bundes und der Sozialpartner zugunsten älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nun hat der Bundesrat zusammen mit den Sozialpartnern den Handlungsbedarf verortet und konkret entschieden, wie die bereits bestehenden Instrumente durch 7 weitere Maßnahmen ergänzt werden sollen. Dabei geht es grob gesagt um Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung und zur Verbesserung der Wiedereingliederung von schwer vermittelbaren Arbeitslosen und Ausgesteuerten. Hier liegt der Fokus auf älteren Arbeitnehmenden. Dann zweitens geht es um die gezielte Heranführung von bestimmten Ausländergruppen an die Berufsbildung und den Arbeitsmarkt und schließlich auch um die Einführung einer Überbrückungsleistung für ausgesteuerte ältere Arbeitnehmende in finanziell bescheidenen Verhältnissen. Den Geist dieser Maßnahmen kann man kurz wie folgt zusammenfassen: besser begleiten, besser vorbereiten, besser integrieren, gezielt helfen. Die Eckwerte der letzten Maßnahme der Überbrückungsleistungen wird Ihnen nachher Bundesrat Berset genauer vorstellen. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über die anderen Maßnahmen. Wir haben ja dann für die detaillierten Auskünfte und auch technischen Fragen die Herren, die uns begleiten, hier am Podium, also Staatssekretär Mario Gattiker, dann Amtsdirektor Jörg Brechbühl und Erik Scheidegger, Vizedirektor des SECO. Zunächst zu den Maßnahmen für eine bessere berufliche Integration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen. Sie belasten heute ja anerkanntermaßen in hohem Maße die Sozialhilfe und damit die Gemeinden. Basis der ersten Maßnahme ist das Pilotprogramm Integrationsvorlehre 2018 bis 2021. Und seit August 2018 werden jährlich rund 800 bis 1000 geeignete und motivierte anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene gezielt auf eine Berufslehre vorbereitet. Es handelt sich hier um ein sehr gutes, vorbildliches, partnerschaftliches Programm. Und der Bund hat es mit interessierten Branchen und Berufsverbänden sowie mit den Kantonen entwickelt. Der Bundesrat hat beschlossen, die Integrationsvorlehre bis 2023/24 zu verlängern und sie gezielt anzupassen und zu intensivieren. So soll das Programm neu auch auf spät zugewanderte Jugendliche, junge Erwachsene außerhalb des Asylbereichs ausgeweitet werden, namentlich auf Personen, die im Familiennachzug aus EU-EFTA-Ländern sowie aus Drittstaaten zuwandern. Das Programm soll zudem auf weitere Berufsfelder mit Arbeits- und Fachkräftemangel ausgedehnt werden. Also es ist vor allem die Informations- und Kommunikationstechnologie und auch die Pflege. Dann eine zweite Maßnahme sieht im Rahmen eines Pilotprojekts daher vor, mithilfe finanzieller Zuschüsse besonders schwer vermittelbare Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene in den Arbeitsmarkt zu bringen. Finanzielle Zuschüsse sind ein wirksames Instrument zur beruflichen Integration von Personen, die nur schwer vermittelt werden können. Das Pilotprogramm soll durchschnittlich 300 Personen pro Jahr zugutekommen. Und für diese beiden Maßnahmen ist ein durchschnittlicher Beitrag von ungefähr 18 Millionen pro Jahr vorgesehen. Das ist aber befristet eben auf diese Pilotphase, die ich angedeutet habe. Dann Maßnahmen für eine bessere Begleitung von älteren Arbeitnehmenden. Das ist eine zweite Zielgruppe. Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist für sie zwar relativ tief. Verlieren sie aber einmal ihre Arbeit, haben sie ein überdurchschnittlich hohes Risiko, den Wiedereinstieg nicht mehr zu schaffen und ausgesteuert zu werden. Das sind menschlich schwierige Situationen und es ist auch wirtschaftlich nicht vernünftig, auf diese inländischen Fachkräfte verzichten zu müssen. Für diese Zielgruppe, die über 50-Jährigen, ist der Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen bei der Weiterbildung und Arbeitsvermittlung besonders groß. Hier haben die Sozialpartner verschiedene Maßnahmen erarbeitet.
Im Sinne der Prävention soll dazu die Möglichkeit gehören, ab 40 Jahren kostenlos eine Standortbestimmung, eine Potenzialanalyse und Laufbahnberatung in Anspruch nehmen zu können. Hier geht es zunächst um ein zweijähriges Pilotprojekt. Danach soll in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen ein Programm für die Jahre 21 bis 24 entwickelt werden. Maßgeschneiderte Zusatzmaßnahmen braucht es auch bei der Arbeitsvermittlung von arbeitslosen älteren Arbeitnehmern. Dazu gehören Coaching, Beratung und Mentoring durch die RAF. Diese Instrumente sollen mithilfe eines dreijährigen Impulsprogrammes gefördert werden. Vorgesehen ist dafür ein Budget von 62,5 Millionen Franken. Auch hier ist die Maßnahme wiederum befristet. Auch hier ist es ein Pilotprogramm. Weitere Maßnahmen im Bereich Bildung und Arbeitsvermittlung sind die einfachere Anrechnung von Bildungsleistungen, damit Erwachsene effizient zu einem Berufsabschluss kommen, sowie der erleichterte Zugang von ausgesteuerten Personen von über 60 Jahren zu Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen der RAF. Es ist nicht auszuschließen, dass trotz aller Maßnahmen für eine Begleitung von älteren Arbeitnehmern der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nicht gelingt. In diesen Fällen soll eine zeitlich befristete Überbrückungsleistung die soziale Härte abfedern. Bevor ich aber Bundesrat Alain Berset hierzu das Wort gebe, möchte ich zum Schluss nochmals Folgendes festhalten. Bundesrat und Sozialpartner anerkennen die zentrale Bedeutung der Personenfreizügigkeit und des bilateralen Weges für die Schweiz. Der demografische Wandel führt zu einer Abnahme der Erwerbsbevölkerung, der strukturelle Wandel gleichzeitig zu einem zunehmenden Bedarf an Fachkräften. Die Schweiz wird daher auch künftig auf eine gewisse Zuwanderung angewiesen sein. Sie soll aber wie bisher die einheimischen Arbeitnehmer nicht verdrängen, sondern ergänzen. Und mit den heute beschlossenen Maßnahmen wollen Bundesrat und Sozialpartner dafür sorgen, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Ich möchte mich zum Schluss nochmals bei den Sozialpartnern bedanken. Die Sozialpartnerschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgsmodells Schweiz. Das ist auch eine institutionelle Frage in der Schweiz. Und die Sozialpartner haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen und am gleichen Strick ziehen und bereit sind, miteinander hier vorwärts zu gehen. Dafür bedanke ich mich nochmals herzlich und gebe gerne das Wort meinem Kollegen Bundesrat Alain Berset. Je prends donc directement. Merci beaucoup, Madame la Conseillère fédérale, chers collègues, Monsieur le Vice-Chancelier, Mesdames et Messieurs. Je crois qu'on peut que le redire ici. La libre circulation des personnes est un élément très important pour notre économie. C'est un élément qui renforce la compétitivité de notre marché de l'emploi. En même temps, c'est un élément central de nos relations avec l'Union européenne. Mais nous savons aussi que la libre circulation suscite certaines craintes auprès de travailleurs, notamment ceux qui sont les plus âgés ou qui sont les plus vulnérables. C'est d'ailleurs pas une grande surprise si on constate que c'est dans ces deux groupes que l'on trouve que l'on trouvait en 2014 un soutien plus élevé que pour la moyenne à l'initiative contre l'immigration de masse à l'époque. Et nous souhaitons, nous avons, je crois, le devoir de prendre ces craintes au sérieux, de voir ce qui peut y être opposé et de rappeler dans ce cadre-là également la très grande importance d'un travail étroit avec les partenaires sociaux dans un tel processus. Et donc, pour résumer, ces personnes doivent pouvoir compter sur les prestations de notre système de sécurité sociale, notamment si elles perdent leur travail après des décennies d'activité professionnelle. Et d'une part, ces personnes ne doivent pas être laissées de côté lorsqu'elles arrivent en fin de droit. Le Conseil fédéral entend, et c'est la décision de ce jour, lancer des projets pilotes dans le cadre de l'assurance chômage pour améliorer le suivi des offices régionaux de placement et pour que ces personnes accèdent plus facilement aux mesures de réintégration sur le marché du travail. Mais pour celles et ceux qui arrivent en fin de droit après 60 ans, il doit pouvoir être possible de bénéficier d'une alternative à
à l'aide sociale. Ce sont aujourd'hui des gens qui n'ont pas tellement d'autres possibilités dans la plupart des cas que de demander l'aide sociale, un système que nous connaissons bien en Suisse, qui est très, très important, mais auquel nous entendons pouvoir apporter aujourd'hui, dans le fond, non pas une évolution, mais pouvoir apporter un autre élément pour répondre à ces problématiques particulières de personnes qui sont sorties de leur droit aux assurances, à la prestation de chômage après l'âge de 60 ans. Il s'agit donc d'introduire une prestation transitoire. Le Conseil fédéral souhaite avec cela combler une lacune dans le système des prestations sociales de la Confédération. C'est un élément qui vient aussi compléter les systèmes cantonaux et qui peut s'apparenter à ce que certains cantons connaissent déjà. Je pense ici notamment aux prestations qui sont existantes dans le canton de Vaud. En quelques mots, vous dire maintenant de quoi il s'agit concrètement. Tout d'abord, le groupe cible. Quel est le groupe cible ? Eh bien, le groupe cible qui doit pouvoir bénéficier de prestations transitoires doit être très clairement défini. Est strictement défini. Il s'agit de chômeurs, de personnes qui arrivent au chômage après l'âge de 60 ans et qui sont donc en fin de droit après l'âge de 60 ans. Et ce qu'on sait aujourd'hui, en voyant le terrain, en voyant la réalité du terrain, c'est que ce sont des personnes qui ont aujourd'hui de grosses difficultés à retrouver un travail. S'ils arrivent en fin de droit après l'âge de 60 ans, les perspectives d'en retrouver un sont très, très maigres. Ça s'ajoute souvent aussi à des problèmes de santé ou à d'autres problèmes. Et c'est donc une population très ciblée qu'on peut chiffrer. La population globale dans notre pays qui est arrivée en fin de droit après l'âge de 60 ans, eh bien, c'était 2657 personnes en 2018. On a des chiffres très précis à ce sujet. Et on constate que le chiffre de 2018, il est assez représentatif de la situation des 15 dernières années. C'est toujours environ... Ça varie naturellement, mais c'est environ 2500 personnes par année qui sont vraiment, je crois on peut le dire, celles qui sont dans la situation la plus précaire et les plus vulnérables sur le marché du travail, puisqu'ils arrivent en fin de droit à un âge où les perspectives de retrouver un emploi sont très limitées, voire inexistantes. Et donc, l'objectif, là, c'est d'avoir une population qui soit très ciblée. C'est très ciblé. L'idée, c'est certainement pas d'avoir des prestations qui puissent être distribuées largement. C'est ciblé sur un groupe très précis de personnes. Il y a d'autres critères qu'il faut remplir. D'abord, c'est la durée de cotisation. Pour bénéficier d'une telle prestation transitoire, il faudra avoir cotisé aux assurances sociales pendant au moins 20 ans. Et ce, avec un revenu annuel au moins égal au seuil d'accès LPP. Et ça nous permet, avec ces 20 ans, de prendre en compte les personnes qui ont des interruptions de carrière. On pense notamment, par exemple, aux femmes qui interrompent la carrière pendant un certain nombre d'années. Il suffit, au fond, qu'il y ait 20 ans de cotisation au total. Et puis, le revenu qu'il faut avoir perçu durant la période de cotisation est relativement modeste. On parle d'un seuil de 21 330 francs par an. C'est le seuil d'accès donc, pour cotiser au deuxième pilier. Comment maintenant est-ce que les prestations seraient calculées ? Elles seraient calculées de la même manière que pour les prestations complémentaires, c'est-à-dire qu'on regarde les dépenses reconnues de la personne concernée, on regarde la comparaison avec les revenus, et si les dépenses sont supérieures aux revenus, alors elle a droit à une prestation transitoire. Et le montant correspondrait à la différence entre les revenus et les dépenses. Et après, il faut naturellement encore rappeler ce qu'on entend par dépenses reconnues. Il s'agit notamment des dépenses couvrant les besoins vitaux, le loyer, les primes d'assurance maladie ou les frais administratifs liés à la caisse de pension. Les revenus, bien sûr, doivent englober aussi un éventuel salaire, celui du conjoint, doivent englober les rentes et également les revenus de la fortune. On a également précisé dans ce cadre-là que les personnes qui perçoivent une rente AVS n'auront pas droit à la prestation transitoire. Encore une fois, il s'agit vraiment d'avoir une prestation qui soit très ciblée. Notamment aussi en termes de limite de fortune. Cela signifie on souhaite également avoir une limite pour la fortune. On souhaiterait également appliquer à la prestation transitoire les montants qui ont été adoptés lors de la réforme de la loi sur les prestations complémentaires. Cela signifie très concrètement que les personnes seules dont la fortune est supérieure à 100 000 francs, eh bien pour les couples dont la fortune est supérieure à 200 000 francs, eh bien ne peuvent pas bénéficier de cette possibilité de prestation transitoire. Et puis, les comptes troisième pilier, puisqu'on arrive à pour des personnes qui ont plus de 60 ans, les comptes troisième pilier jouent naturellement un rôle. Les comptes troisième pilier sont également pris en compte dans le calcul de la fortune.
Troisième élément, ou quatrième élément, c'est le plafonnement. La prestation doit être plafonnée pour préserver l'incitation à retrouver un travail. Et nous avons fixé dans les décisions de ce matin qu'elle ne peut dépasser le triple du montant destiné à couvrir les besoins vitaux. Ça veut dire qu'elle ne peut pas dépasser 58 350 francs pour les personnes seules et 87 525 francs pour les couples. Nous avons évidemment regardé, sur la base de tous ces chiffres, quelles sont les conséquences financières d'une telle mesure. On a fait une première estimation qui est basée sur les chiffres de 2018, mais encore une fois, ceux de 2018 sont très comparables à ce qu'on connaît depuis une quinzaine d'années, donc on part de l'idée que c'est représentatif. Et nous estimons, le Conseil fédéral a pu estimer les coûts de la prestation transitoire à environ 95 millions de francs l'année de son introduction. Et puis c'est une somme qui augmente durant les premières années à mesure que des personnes supplémentaires se retrouvent dans cette situation. Mais naturellement aussi, ils finissent par ressortir puisqu'il y a ensuite la rente AVS ou le système de prévoyance qui prend le relais. La décision de ce matin, ça a été de confier au département fédéral de l'Intérieur le soin maintenant de préparer un message pour une consultation sur la base de ces Eckwerte, de ces lignes directrices qui ont été fixées ce matin. L'objectif, c'est d'avoir un projet qui puisse être préparé pour la consultation, qui soit ouvert avant l'été. On est conscient que c'est un calendrier qui est serré, mais je crois que le Conseil fédéral est prêt, en ayant mené ce débat, mené la discussion, à proposer des alternatives constructives, à proposer des éléments importants qui permettent de répondre à ces craintes que j'évoquais tout au début. Voilà donc peut-être la troisième mesure qu'on pouvait encore présenter pour cet élément. Donc ce sont des mesures qui doivent encore être développées et soumises à la consultation avec un processus tout à fait normal dans l'élaboration d'une modification de la loi. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous pouvons passer à vos questions. Vous avez la parole qui souhaite poser la première question. Monsieur Nouffa. Merci. Ich habe zwei Fragen an die Bundesrätin. Warum, mit Verlaub, kommen Sie als Justizministerin und nicht wie früher der Wirtschaftsminister mit Vorschlägen zum inländischen Potenzial? Und warum sitzen nicht die Sozialpartner denn jetzt heute hier auch auf dem Podium? Sie haben ja zweimal Ihnen gedankt für Ihr Engagement in der letzten Zeit. Ja, ich nehme gerade direkt Stellung. Es ist eine bundesrätliche Pressekonferenz und wir haben auch darüber gesprochen, ob es Sinn macht oder nicht. Aber die Sozialpartner, die involviert waren, werden von sich aus reagieren jetzt auf diesen Beschluss des Bundesrates und ja, es war ein Entscheid, dass der Bundesrat diese Pressekonferenz alleine durchführte, weil er ja heute Morgen die Entscheidung gefällt hat. Nun, warum das EOPD? Weil das EOPD zuständig ist für die Personenfreizügigkeit und die Begrenzungsinitiative. Und um das auch transparent offenzulegen, Ende Februar hat der Bundesrat mich beauftragt, mit den Sozialpartnern Gespräche zu führen. Ich glaube, ich habe das auch schon einmal darauf hingewiesen, neben dem Vorsteher des WBF, der ja für die Sozialpartnerschaft zuständig ist. Und ich habe das gemacht. Und es war eigentlich relativ klar, dass jetzt im Bereich des institutionellen Rahmenabkommens, wo die Situation etwas blockiert ist, nicht eine schnelle Lösung erreicht werden konnte. Hingegen war es möglich, jetzt im Rahmen auch der Personenfreizügigkeit mit den Sozialpartnern wieder in das Gespräch zu kommen. Sie sind darauf eingetreten, gemeinsam wieder zu arbeiten. Und es wurde dann eine Arbeitsgruppe unter Staatssekretär Gattiker eingesetzt und in Absprache und Beteiligung mit dem WBF und auch dem EDI. Und die Federführung war beim EOPD, weil, wie gesagt, wir für die Personenfreizügigkeit zuständig sind. Wenn ich das noch ergänzen darf, das haben wir auch mit dem Wirtschaftsdepartement diskutiert. Und heute hat Herr Parmelin ein Treffen, das schon lange geplant ist. Er eröffnet das Handelskammer Schweiz-Kosovo mit drei Auslandsministern und deshalb konnte er auch nicht dabei sein. A-t-il d'autres questions, Monsieur Siegen-Lopez? Oui. Oui, je voulais savoir en quoi l'idée de rente-pont pour les chômeurs en fin de droit de plus de 60 ans va, en quoi cette idée, cette nouvelle mesure va encourager le potentiel de main-d'œuvre indigène.
Je donne volontiers un mot à ce sujet. Je crois qu'on a toute une série de mesures qui se posent dans le cadre des mesures qui ont été discutées avec les partenaires sociaux, qui se posent dans le cadre d'un dossier qui est dirigé par l'AJPD. Vous avez compris pour quelle raison, puisqu'on est dans le cadre de la libre circulation des personnes. Et il y a les mesures qui permettent une meilleure intégration des personnes étrangères, là où c'est approprié, là où nous avons des projets qui fonctionnent bien. Il y a des mesures qui permettent de renforcer la participation ou le retour sur le marché du travail pour les personnes qui sont au chômage. Mais on doit quand même constater qu'il existe aussi une situation ou des situations dans lesquelles ce retour au travail est difficile à presque impossible. Et quand on voit des personnes de plus de 60 ans perdre leur droit aux prestations de chômage. Imaginez quelqu'un qui a 60 ans et demi, qui perd son droit aux prestations de chômage, après avoir cherché pendant toute la durée, avec l'aide des offices de placement, une place, hein, après avoir fait des dizaines ou des centaines d'offres de travail, cette personne à 60 ans et demi perd son droit aux prestations. Les perspectives d'en retrouver là sont quand même vraiment très maigres. Et ce sont des situations sociales qui peuvent être très difficiles. Et nous reconnaissons que cette situation, elle existe, nous le voyons bien. Et la question, c'est de dire, pour cette population-là qui est fragile, mais qui n'est pas très large, qui n'est pas très grande, mais qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire? Et d'où donc compléter ces mesures dont j'ai parlé précédemment, avec l'idée d'une prestation transitoire qui permette de couvrir ces situations. Merci. Prochaine question, Monsieur Burkhardt. Nachdem diese Maßnahmen mit den Sozialpartnern zustande gekommen sind, hat der Bundesrat jetzt auch Erwartungen an die Sozialpartner in Bezug auf das Rahmenabkommen? Es antwortet niemand, dann sage ich einmal etwas. Also ja, ich glaube einfach, es ist sicherlich ein positives Zeichen, dass die Sozialpartner miteinander sprechen, dass es hier wieder eine Allianz gibt. Sie sind auch bereit, wieder gemeinsam hier anzutreten. Oder die Erfahrung zeigt ja, dass eigentlich die europapolitischen Abstimmungen der letzten Jahre für den bilateralen Weg konnten immer zugunsten des bilateralen Wegs und auch im Sinne des Bundesrates entschieden werden, wenn die Sozialpartner auch mitgemacht haben. Und das letzte Mal, wo das nicht der Fall war, war das die Masseneinwanderungsinitiative 2014. Sie können sich erinnern, da gab es ein Hin und Her zwischen den Sozialpartnern und man konnte sich nicht einigen und die Abstimmung ist verloren gegangen. Jetzt einfach zu hoffen oder zu sagen, ja, weil Sie hier das jetzt so entschieden haben, werden Sie heute auch alle sagen, ja, selbstverständlich sind wir einverstanden mit allen Kautelen und Bedingungen im institutionellen Rahmenabkommen. Das, glaube ich, wäre falsch, das so zu interpretieren. Man muss das Ganze auch prozesshaft sehen. Ich glaube, man muss auch den Wert jetzt dieses Wiedereinstieg sehen. Es war ja doch ein wesentlicher Bruch, der im letzten Jahr in dieser Hinsicht entstanden ist. Und ich glaube, dieser Bruch, denke, das können auch die Herren, die mitgearbeitet haben, mit den Sozialpartnern bestätigen, dieser Bruch ist jetzt nicht mehr vorhanden. Das heißt, für das Rahmenabkommen braucht es jetzt etwas mehr Zeit. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Also ich meine, der Bundesrat muss ja zuerst einmal eine Beurteilung machen. Wir sind ja daran, die Konsultation auszuwerten. Und dann werden wir noch vor der Sommerpause Stellung nehmen zum Rahmenabkommen. Und in diesem Rahmen wird es auch einen Prozess geben aller Beteiligten. Monsieur Brocci. Ja, zunächst eine Frage zur Finanzierung dieser Überbrückungsleistung. Wird das aus allgemeinen Steuermitteln finanziert? Und dann die Frage, ist diese Leistung exportierbar oder müssen diese Leute weiterhin in der Schweiz sein und zum Beispiel über das RAF weiterhin nach Stellen suchen? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ich werde sehr rasch auch das Wort geben an den Direktor der BSV, Jürg Prerbühl, um die präzise Antwort zu geben. Exportierbar, ja oder nein? Es ist zu unterscheiden für die Frage von keine EFTA, keine EU-Mitglied und EU-Mitglied. Und da sind wir da noch am Prüfen, was es bedeutet konkret. Zuerst einmal. Zweitens, es ist vorgesehen, dass der Bund das finanziert. Oder anders gesagt, nicht, dass die Kantone oder die Sozialhilfe das finanziert. Aber vielleicht, Herr Brechbühl, könnten Sie da auch Präzisierungen geben über auch die Arbeiten, die jetzt noch kommen. Weil noch einmal, haben wir die Eckwerte heute fixiert
und werden wir eine Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni vorbereiten und dann Vernehmlassung und dann zweite Diskussion im Bundesrat und dann nur eine Diskussion im Parlament. Sehr gerne, Frau Bundesrätin, Herr Bundesrat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also die Finanzierung, das war eine der Bedingungen auch oder eine der wichtigen Punkte für die Sozialpartner. Diese Überbrückungsleistung muss steuerfinanziert sein und nicht beitragsfinanziert werden. Also sie wird mit Bundesmitteln finanziert. Was den Export dieser Leistung betrifft, so ist diese Frage, muss diese Frage wirklich noch vertieft geprüft werden. Es ist eine Leistung, die ausgesteuerten Arbeitslosen vorbehalten ist. Stellt man sich auf den Standpunkt, dass das eigentlich eine Leistung im Rahmen der Arbeitslosigkeit wäre, dann müsste sie nicht exportiert werden. Auf der anderen Seite besteht aber keine Pflicht, den RAFs ständig zur Verfügung zu stehen. Also es gibt keine Stempelpflicht. Und da kann man sich auf den Standpunkt stellen, es sei eine Vorruhestandsleistung. Wenn es eine Vorruhestandsleistung wäre, dann müsste sie exportiert werden. Persönlich glaube ich, dass die rechtliche Bedeutung für den Export eigentlich zweitrangig ist. Es gibt einen ganz einfachen Grund. Ausländische Staatsangehörige, die die Schweiz verlassen nach 60, die beziehen in aller Regel ihre Freizügigkeitsleistung als Kapital. Und wenn sie die Leistung als Kapital beziehen, dann fallen sie unter die neue Bestimmung des Ergänzungsleistungsgesetzes, die einen Anspruch ausschließt, wenn man ein Vermögen hat, das höher ist als 100.000 Franken. Und das wird in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Schranke auch sein. Merci, Monsieur Schäfer. Muss man diesen Entscheid, diesen Sozialausbau für die älteren Arbeitslosen jetzt so verstehen, dass die Personenfreizügigkeit aus Sicht des Bundesrates nur noch zu retten ist, indem man eben diese älteren Arbeitslosen besser stellt? Ja, Herr Schäfer, ich gebe Ihnen gerne eine Antwort. Nein, das muss man nicht so verstehen. Ich glaube, zum einen ist es eine Notwendigkeit, es ist eine ohnehin Notwendigkeit, wenn man das so formulieren kann, dass man diese Maßnahmen ergreift, oder? Wir müssen ja hier auch ehrlich sein. Die Fachkräfteinitiative, über die man in den letzten Jahren diskutiert hat, hat ja wenig Konturen angenommen, um das jetzt einmal etwas zurückhaltend zu formulieren. Und diese Anliegen, die hier auf dem Tisch waren und die Sozialpartner jetzt miteinander ausgehandelt haben, möchte das nochmals betonen, das ist eins zu eins das Paket der Sozialpartner, ist ja doch schon auch eine starke Konkretisierung der Fachkräfteinitiative. Und ich habe es auch betont, im Rahmen der Masseneinwanderungsinitiative auch die Pflicht, das inländische Arbeitskräftepotenzial zu stärken und zu fördern. Und auf der anderen Seite muss man einfach auch ehrlich sein, dass die Freizügigkeit nicht nur Vorteile hat. Es gibt auch Menschen, ob das jetzt so ist oder nicht so ist, aber die sich auch verdrängt fühlen können, besonders ältere Arbeitnehmer. Ich glaube, das ist nicht einmal eine politische Frage von links oder rechts, sondern jede von uns kennt Menschen in seinem Umfeld, die das so empfinden. Und dann hat der Bundesrat hier auch die Pflicht, gerade auch im Rahmen der Diskussion der Freizügigkeit, eben ehrlich zu sein, zu sagen, jawohl, es gibt Vor- und Nachteile. Und um diese allfälligen Nachteile abzufedern, sind wir auch bereit, Maßnahmen zu treffen. Das ist eine ehrliche Antwort und ich denke, dass es aber auch, Herr Schäfer, vielleicht etwas hilft in der Abstimmungskampagne, wenn wir mit den Sozialpartnern gemeinsam kämpfen können. Ich habe das vorher betont, oder? Bei der Masseneinwanderungsinitiative hat man das unterschätzt. Beide Seiten haben geglaubt, sie würden knapp gewinnen und sie haben knapp verloren. Und es gab so eine Art, es gab so ein Powerplay über mehrere Wochen und man hat nichts gemacht. Und ich denke, wenn man auch die Vox-Analyse von damals nochmals anschaut, oder waren es Personen über 50 Jahre, es waren Personen, die eher schlechter qualifiziert waren oder die eben sich verdrängt fühlten auf dem Arbeitsmarkt. Und dann ist es auch die Pflicht des Bundesrates, oder diese Argumentation etwas aufzunehmen. Und vielleicht noch dein letzter Gedanke. Oder die Masseneinwanderungsinitiative, das war ja praktisch 50-50 in der Schweiz. Und der Bundesrat möchte keine gespaltene Schweiz. Wir möchten nicht, dass irgendwo wieder eine Situation sich wiederholt, in der
einfach sich zwei Lager in dieser Art und Weise gegenüberstehen, auch im Sozialen. Oder ich glaube, gerade unser Land zeichnet sich gegenüber anderen Staaten, wenn wir etwas in die Nachbarstaaten schauen, darin aus, dass es eben nicht eine gespaltene Gesellschaft hat. Und wir haben hier auch Sorge zu tragen zu diesen Fragen und da auch Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir den Eindruck haben, es sei gerechtfertigt. Und hier, ich meine, wenn es von den Sozialpartnern kommt, finde ich schon auch, dass der Bundesrat schon auch hier die Pflicht hat, diese Maßnahmen auch weiterzutragen und in den politischen Prozess zu geben. Question, Madame Bella. Est-ce que j'ai bien compris que le Conseil fédéral reconnaît que les deux Farc-Crest initiatives étaient totalement inefficaces? C'est ça le message aujourd'hui? Non, écoutez, là, je prends volontiers le relais pour répondre à votre question. J'étais également présent lorsqu'on a mené tous ces travaux dans le passé. Ça a été des travaux qui ont été constants. Mais comme toujours, il y a des mesures différentes. C'est assez complexe à mettre en place. Et nous avons repris les choses aujourd'hui avec, comme le disait ma collègue, avec le plein soutien des partenaires sociaux. C'est ça qui est peut-être un élément très important et qui marque quand même, il faut le dire, une évolution extrêmement positive par rapport à ce que l'on a pu parfois voir ces dernières années. Une évolution qui nous permet peut-être de prétendre, je le dirais, qu'on est en train de revenir à quelque chose qui a fait le succès du modèle suisse, à savoir la capacité des partenaires sociaux à mener la discussion, à mener le débat et à proposer des solutions. Et imaginez bien que ce qui est sur la table aujourd'hui, soutenu par les partenaires sociaux, ça n'est évidemment ni la maximale Forderung d'un côté ou de l'autre. Il s'agit évidemment de quelque chose qui a été négocié et discuté. C'est un compromis qui a été fixé entre eux. Et si cette situation aujourd'hui nous permet, à un moment où l'on sent naturellement aussi toute la discussion qui existe par rapport à l'ouverture, par rapport à la circulation des personnes, si ces éléments nous permettent aujourd'hui de renforcer ou de reprendre quelques éléments et de les mettre sur la table et d'avancer ensemble, c'est très positif. Cela montre la capacité, non seulement du Conseil fédéral, on l'a montré ce matin, mais également la capacité des partenaires sociaux à, j'allais dire, évoluer avec les nécessités de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc je crois que c'est très positif, mais il faut aussi préciser ici que tout ce qui a été fait dans le passé, notamment autour de la Farc-Crest Initiative, est très important. Ce sont des éléments sur lesquels on peut toujours rediscuter, qu'on peut pousser, approfondir, renforcer. On peut tirer, je dirais, des apprentissages de ce qui a été réalisé et poursuivre ce travail. C'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui avec l'appui des partenaires sociaux. Prochaine question, Monsieur Wüthrich. Oui, Monsieur le Conseil fédéral, vous avez établi un parallèle entre le calcul de cette prestation transitoire et celui des prestations complémentaires. Il y a néanmoins un critère dont vous n'avez pas parlé, mais qui figure dans la documentation, c'est la propriété du logement. Donc apparemment, vous excluez, contrairement aux prestations complémentaires, la propriété du logement comme critère. Quelle différence il y a entre les deux, là ? Non, alors c'est précisément ce qui change avec la réforme qui a été maintenant adoptée définitivement par les chambres et puis qui va entrer en vigueur parce qu'il n'y a pas le délai référendaire est passé, je crois. Non, il n'est pas encore passé, mais disons, s'il n'y avait pas de référendum et qu'elle peut entrer en vigueur, on est aussi en pleine ligne là avec ce qui a été décidé pour la réforme, la réforme de la loi sur les prestations complémentaires. Monsieur Brocchi. Also dann handelt es sich bei diesen 100 beziehungsweise 200.000 Franken eigentlich um die Vermögensschwelle und dann wird ein Vermögensverbrauch berechnet, wie das bei der EL der Fall ist. Oder? Und dann einfach noch zur Präzisierung, es ist so, man geht davon aus, diese Leute müssen nicht mehr nach einer Stelle suchen. Doch, also diese Leute können die Dienstleistungen des RAF weiterhin zu beziehen. Die arbeitsmarktlichen Leistungen werden für diese Leute auch noch verbessert. Aber es sind Leute, die haben während einer längeren Zeit haben die Maßnahmen der Arbeitslosenversicherung, die Stellenbewerbungen haben die absolviert und die sind jetzt ausgesteuert worden. Die Chance, dass die noch eine Stelle erhalten, sind so gering, dass es freiwillig sein soll, dass es eine Dienstleistung sein soll, aber keine Verpflichtung, dass sie die RAFs stempeln müssen. Wenn ich vielleicht ja noch eine Ergänzung machen darf, oder? Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht mehr nach einer Stelle suchen sollen, sondern es gibt ja auch die Maßnahme 6, die eben den erleichterten Zugang für ausgesteuerte Personen über 60
zu Bildungs- und Beschäftigungsprogrammen garantiert. Das ist heute nicht der Fall. Und wissen Sie, der Geist etwas dieser Maßnahmen ist der, dass man eigentlich versucht, mit allen noch etwas zu machen, wenn ich das etwas salopp formuliere, oder dass man die Leute irgendwo noch begleitet, doch noch integriert. Ich meine, es kann ja auch hier qualifizierte Leute darunter haben, die aus irgendeinem Grund die Stelle verloren haben, nicht mehr in den Arbeitsmarkt gelangt sind und vielleicht noch über dann nochmals weiter Qualifikationen in einem reduzierten Pensum oder was auch immer, auch über 60 noch eine Stelle finden könnten. Und diese Leute leiden ja, oder es ist ja nicht so, dass sich die alle darauf freuen, dass sie ausgesteuert sind, sondern sie leiden und sie möchten ja eigentlich sozial auch teilhaben. Und von daher vertraue ich eigentlich auf, darauf, dass es auch möglich ist, gerade auch wenn ich daran denke, wie man mit dem demografischen Wandel Leute brauchen wird auf dem Arbeitsmarkt, dass man auch Personen über 60 Jahren dann noch integrieren kann. Y a-t-il encore des questions? Nous avons épuisé les questions. Nous allons donc conclure ici cette conférence de presse. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.